Aber es ist ja nicht schlimm. Nein, nein. Das ist Entlüftung. Ach du Heilige, die haben da was. Ach, die haben das schon gemacht. Mhm. Ganz durch diese Rechnung. Aber was war dein erster Eindruck, als du den Wagen gerade gesehen hast? Schock. Ich muss mich hier noch einmal bedanken, natürlich für die 20.000 Abonnenten, für die treuen Leute, die immer hinter mir stehen und mich immer supporten. Dankeschön. 20.000 Special kommt jetzt. Es wird ein Musikvideo auf jeden Fall. Es wird ein Clip gedreht dazu. Richtig geil. Also ich feiere es selber. Ich hoffe, ihr auch. Dankeschön für die 20.000. Ich wollte mich noch einmal bedanken. Danke und viel Spaß mit dem Video. Willkommen bei Kfz40. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute geht es wieder um meinen ML. Bin wieder bei ACG. Oh, alles klar. Hat mich nicht lieb. Das ist meine Stoßstange. Achtet mal, was die mit der Stoßstange gemacht haben. Achtet mal hier. Komplett zugemacht. Hier hat er eine Rille gehabt. Komplett zugemacht. Boah, die sieht ja richtig nice aus. Hier auch super schön gemacht. Ne? Ja, hier haben wir die Beule, hat man ja gesagt. Die werden wir auch nicht los erstmal. Weil der innere Blech einfach verbeult ist. Ne? Aber das hat er so geil gemacht. Krass, hier kommt ja noch was drauf. Hier kommt auch noch was drauf. Und jetzt schauen wir mal, was die alles gemacht haben, weil ich konnte heute leider selber nicht kommen. Ahmed Abi. Die haben natürlich einiges geschafft. Das erste, was sie gemacht haben, natürlich hier komplett vom Lack befreit. Lack befreit. Ach, guck mal, oben ist auch schon fertig. Ich komme nicht drauf. Folie. Ja, von dem Restfolie befreit. Einmal Rostumwandler. Und, aber das war ja nicht tief, ne? Das war nur oberflächlich. Krass. Also wir haben ja erstmal gedacht, der wäre echt durch. Aber das war ja nicht. Durch, ne? Und von innen habt ihr auch geschaut, war auch gar nichts. Bisschen Rostumwandler und so reingeklatscht. Ne? Ja. Also brauche ich keine Türen erstmal. Erstmal nicht. Erstmal nicht. Irgendwann ja. Irgendwann ja, okay. Hier auch. Das hier wird noch abgemacht. Hier haben die auch noch gemacht. Ein Tankdeckel. Wie kann das rosten? Benzin, Überlauf. Meinst du? Ja. Was hast du entdeckt hier? Bisschen Rost, bisschen. Bisschen. Aber es ist ja nicht schlimm. Nein, nein. Das ist Entlüftung. Ne? Was macht unsere Entlüftung da? Jungs, guck mal, wie professionell die das gemacht haben. Und jetzt muss ich Ahmed Ham fragen, was die überhaupt da gemacht haben. Was habt ihr da gemacht? Blech da rein. Blech rein? Restglasfaser. Das heißt, ihr habt den aufgeschnitten erstmal. Ne? Ein Stück aufgeschnitten. Ein Blech reingeschweißt. Blech reingeschweißt in gesunde Stellen. Ja, Glasfaser verstärkt. Ja. Geschliffen. Ja. Der hält. Der hält. Andere Werkstatt würde hier safe eine neue Heckklappe machen. Safe zwei neue Türen, zwei Heckklappen und einen Tankdeckel. Wenn die Lackierung 10 Jahre halten soll, dann sollte man das natürlich erneuern. Heckklappe nicht, aber die Türen zumindest. Nach der Lackierung 10 Jahre werden die nicht halten. Genau. Guck mal, hier war ja dieser ganz große Leiste. Und wir haben ja gedacht, da ist alles durch. Ne? Hier und so dachten wir. Aber war gar nichts. War nicht durch. War nichts. Krass. Guckt euch das an. Ja, entrostet das Ganze. Und ne? Innen nochmal Rostumwandler, Hohlraumversiegelung und dann wird erstmal beibehalten. Das finde ich auch gut bei ACG. Hier wird nicht sofort auf neue Teile. Natürlich gibt es Autos, wo ihr neue Teile reinmachen müsst. Hier machen die noch, dass der Kunde sich freut und ein bisschen Geld in die Tasche reinstecken kann. Ehrlich, kann ich nur empfehlen. Haben wir auch noch gemacht. Ach, hier haben wir noch nichts gemacht. Das wird noch. Willst du es polieren oder willst du es lackieren? Wenn du polieren lassen willst, dann nur schleifen. Und wenn du lackieren lassen willst, dann musst du es bearbeiten. Ja, das werden wir ja noch sehen. Folieren oder lackieren? Stoßstange habe ich gerade gesehen, das ist krass geworden. Haben wir schon mal gefüllt? Ja. Muss nochmal nass geschliffen werden, dann ist eigentlich lackierbereit. Hey, die Farbe sieht doch geil aus. Das ist das ganz normale Schwarz-Matt? Nein, das ist Füller. Das ist Füller? Das ist Füller. Das ist Füller? Ja. Boah, das sieht ja geil aus. Guck mal, die Konturen und so sieht man schön. Ja, das ist ja noch nicht geschliffen. Ja, der ist richtig schön geworden. Also, war hier nur Jan dran oder waren noch andere dran danach? Nee, nur Jan. Also Jan, Respekt. Wir wissen immer noch nicht, ob wir folieren oder lackieren. Deswegen müssen wir uns entscheiden natürlich so langsam. Aber was wir heute auf jeden Fall machen werden, wir werden mit Ahmed Ham eine Farbe dafür aussuchen. Na, auf jeden Fall, ja. Aber was ich dir empfehlen würde, wenn du lackierst, bitte ohne diesen Dach. Weil das Dach wird sehr, sehr schwierig sein. Lackieren? Ich würde Dach und Folie drauf machen. Ja, das machen wir schon. Ey, wusstest du, dass es elektrisch ist? Ja.
Okay, wer gut zugeschaut hat, habe ich das extra gemacht, auch hier zugemacht, damit es nicht innen drin staubig wird, weil ich hasse das. Ich liebe jedes Auto von mir und wenn ich dann sehe, das wird staubig drin, ne? Sorry, weiter. Natürlich professionell. Also entweder gut oder überhaupt nicht. Ja, wenn wir lackieren, dann machen wir es natürlich super. So, als würde ich sehr viel dafür zahlen. Ja. Ich bin ja morgen da, also wir bauen den morgen ab. Für mich ist das erstmal wichtig, wie sieht es hier drunter aus, weil hier sieht es nicht am schlimmsten aus. Machen wir dann ein Blech rein. Ja, da muss auf jeden Fall vielleicht auch nochmal ein Blech rein. Aber das werden wir morgen sehen. Aber sollen wir uns jetzt einmal die Farben anschauen? Ja, aber der hat schon eine schöne Farbe. Die Farben rauszusuchen ist ganz blöd. Von dem neuesten Audi, weil die haben eigentlich voll die geilen Farben, die neuesten. Oder Mercedes nehmen wir auch eins. Komm, machen wir drei. Ja, dann nimm mal den Audi, nimm mal den BMW. Dann hier hat man Audi. Nimm mal den Audi. Audi. Hallo. Wer bist denn du? Wer bist denn du, ey Kollege? Was suchst du hier? Das an, ja. Kommst nicht gleich. Ey, was hast du denn hier gemacht, Adel? Ja, ich habe Astern gestreichelt. Echt? Hm. Echt? Ja. No homo. Ich vorstellen? Hallo. Das reicht. Was wollt ihr? Voila, hier, guck mir mal, such dir Farben aus. Ich suche mir jetzt Farben aus und dann entscheiden wir zusammen. Alter, hast du Kaffee? Kann lange dauern. Das reicht. Boah, wie das riecht, ey. Oh, Channel, komm vorbei. Ivi, hast du das gesehen? Ich hab's gesehen, ich hab das Video gesehen. Wie hat er das gemacht, ganz ja, ehrlich? Du gemacht, als Arzt? Nee, ich sag ja, das ist ehrliche Handwerk, ich mag sowas. Ne, ich mag das auch. Ja. Nicht sofort austauschen oder so, genau. Direkt, ne? Das liebe ich. Statt tauschen. Ja. Habe ich auch in die Kommentare rein. Habe ich auch heute gesehen. Ich habe auch ein Herz hingegeben. Dankeschön. Bitteschön. Mache ich doch gerne. Erst recht bei meinem Bruder. Der sieht geil aus. Ganz schwarz. Das hat Sadri gelackiert. Das hat Sadri gelackiert. Das ist ein Perleffekt. Das ist Perleffekt? Mhm. Was ist denn jetzt billiger, die Farbe? Die Farbe oder die? Das. Ne? Hier wird das auf jeden Fall ganz lackiert, wenn wir lackieren. Und wenn wir auch folieren, dann wird es hier foliert. Das heißt, folieren oder lackieren wird auf jeden Fall hier gemacht. Egal, wie wir uns entscheiden. So, ich werde euch jetzt drei Farben hier einmal präsentieren, was für eine Farbe wir im Endeffekt nehmen. Ich bin echt gespannt, wie ihr euch entscheidet. Meine erste Wahl wäre hier. Das ist einmal Audi. Dantoner Grau. Dantoner Grau. Es ist jetzt glänzend, Jungs. Ihr müsst das euch mal matt vorstellen. Dantoner Grau finde ich persönlich sehr, sehr schön. Ne? Das ist meine erste Wahl. Dann haben wir noch mal die zweite Wahl. Also Nummer 2. Ihr seht natürlich den Unterschied. Nummer 2 wäre die Farbe Flint Grau von Mercedes-Benz. Flint Grau von Mercedes-Benz. Ne? Und dann haben wir einmal noch mal einen Grauton. Dann haben wir Perlit Grau. Ihr müsst euch jetzt alle vorstellen, hier, so, guck mal, ihr seht den Unterschied jetzt, ne? Also wobei dieser Mercedes und der Audi, ja doch, doch, da sind schon Unterschiede. Da sind schon Unterschiede auf jeden Fall. Ne? So, Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3. Welchen würdet ihr nehmen? Aber was ist dein Favorit? Oh mein Gott, ich kann mich da nie entscheiden, ja. Ne? Ich kann mir das nie entscheiden. Warte, machen wir so. Dantoner Grau. Wir können mal drei Platten lackieren und dann kannst du einfach mal gucken, welche. Mit dem Schablone sitzt, merkt man das nicht so. Dantoner Grau sieht geil aus, ja. Wir können auch mal so Probebleche lackieren. Guckt euch mal hier die Originalfarbe an. Ja, okay, jetzt ist es dunkel ein bisschen hier, sieht man das nicht, aber Dantoner Grau ist für mich mein Favorit. So, ihr habt alle drei Farben gesehen. Was sagt ihr dazu? Welche Farbe sollen wir nehmen? Wollt ihr lieber Dantoner Grau, Flint Grau und das dritte weiß ich gar nicht mehr. Ihr entscheidet da draußen. Es werden auf jeden Fall wieder 500-600 Kommentare kommen. Und die ganzen Kommentare werde ich natürlich alle aufschreiben und dann mal schauen, was da ist. Also ihr braucht keinen Hashtag oder so machen. Einfach das, was ihr hinschreiben wollt und 1, 2 oder 3. Aber ich sag euch, es wird matt. Kein Glänzen. Ich will matt haben. Das Geile bei dieser Farbe ist natürlich, wir kriegen das alles auch für Folie. Das ist das Geile. Das heißt, wir wissen immer noch nicht. Folieren, lackieren und eure Nummer. Das wird mich jetzt interessieren, Jungs. Und ja, ich freue mich schon. Morgen gehen wir da dran. Werden wir den erstmal zerlegen. Ich bin so gespannt, wie das hier drunter aussieht. Mich gefreut,
dass ihr das hinten so perfekt hingekriegt habt und dass hier kein Rost mehr ist. Ich dachte, das Ding ist hier durch, dachte ich. Ist es aber zum Glück nicht. Das ist geil. Danke fürs Zuschauen. Bleibt gesund. Euer Kfz-Tutzi. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Kfz-Tutzi. Bis dann. Haut rein. Ciao.